Hallo und herzlich willkommen bei dieser Bauchhof-Sendung. Heute aus dem District 9. Ich habe gerade keine Ahnung, warum. Ja, vielleicht, weil direkt vor der Kamera das Display gesprungen ist. Kann ich hier umsteigen? Nee, kann ich nicht, ne? Oh, Technik. Technik und wie sie begeistert. Aus dem District 9 heute und hier habe ich die erste Pampelmuse. Die Lichtverhältnisse sind auch geil, ne? Also wir machen das, ich zeige euch mal so gut ich kann, was ich gerade zeigen wollte. Hier ist Mira. Hallo Mira. Sag mal Miau. Ja. Ja, hier ist der Pampelmusenbaum. Grapefruit auf Neudeutsch. So. Für alle, die den Begriff Pampelmuse nicht kennen. Ja, dauert wohl noch ein bisschen, bis reif sind. Der hier hat es jetzt irgendwie wohl am Baum nicht mehr so gefallen. Aber guckt mal, wir haben Zuwachs im District 9 bekommen. Und seht ihr da ein Braun, genau dieses, was da gerade hochhüpft ist. Und das Teenie-Küken, was gerade hinterher hüpft. Ja, wilde Hühner, ne, schlafen im Baum. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie angefangen, sich darunter ein Nest zu bauen. Bin ich jetzt mal gespannt, wenn die jetzt da die nächsten 3 Wochen da sitzen, dann weiß ich, dass ich demnächst noch ganz viel mehr Küken habe. Oh, schaut mal, wie grün es grünt. Oh, wie grün es grünt. Oh, es grünt so grün und so schön. Ja, hier wachsen neue Bäumchen. Dann haben wir die noch ein paar Feigen, die hier noch kommen. Ich würde gerne da oberhalb demnächst noch hingehen. Ich gehe eine kleine Runde mit euch, zeige ich mal ein kleines bisschen. So hier hochtechnologisierte Schließvorrichtungen vom Tor auch. So. Ja, eigentlich kann ich das Tor auch auflassen, weil die Hühnis springen hier sowieso drüber. Und gehen aber auch wieder zurück in den District 9. Aber die gehen auch zwischendurch hier auch mal gucken, was Sache ist. So. Hier haben wir einen größeren von den Feigenbäumen. Ja, und hier ist eigentlich noch gut Platz für andere Bäume. Hier sind ein paar Tote. Und da hinten seht ihr schon die Orangen. Da gehen wir jetzt gleich auch mal hin. Da können wir nämlich jetzt als nächstes auch abernten. Die kommen schön. Und ja, also hier ist auch noch so eine Stelle, wo man gut noch anpflanzen kann. Aber das kommt wahrscheinlich alles erst nächstes Jahr. Aber es wächst halt überall gerade Gras hoch. Und das freut mich so zu sehen, weil das mir helfen wird, hier möglichst viel Wasser zu halten. Und dann halt eben auch ganzjährig den Boden feucht und fruchtbar zu halten. Das Ganze zu das hier, das kann man hinter alles. Ich muss mal auf jeden Fall noch werden. Ich muss einen Scheiß, aber ich werde mir eine herkömmliche Sense holen. Dann kann man da halt eben auch richtig schön noch gut mit abernten. Hier sind wir jetzt in der Tiefebene von Amaranth, weil hier wächst richtig viel Amaranth und das ist halt eben eine tiefer gelegene Ebene. Und hier wächst nicht nur Amaranth inzwischen, sondern wir haben hier auch schon gute, habe ich schon gezeigt? Weiß ich gar nicht. Hier ist Grünkohl und Salätchen. Hier ist auch nochmal Salat, und Petersilie und Salat. Aber hier ein bisschen mehr, das ist ein kleines bisschen abgegrenzt, man sieht es so, kann man das so
bisschen besser sehen. Und ich habe jetzt hier, haben wir wirklich mal alles einfach durcheinander gepflanzt, um auch irgendwie zu sehen, was sich an Pflanzen so ganz gut verträgt und was nebeneinander nicht so gut wächst. Aber es wächst. Rotkohl, Grünkohl. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwo drauf tritt, aber das lernt man eben dann auch genau darauf zu achten, wo man hintritt. Ja, wächst. Das haben wir jetzt vor 2 Wochen reingemacht und ich möchte eigentlich so einen Turnus halten, dass ich alle 2 Wochen weiter pflanze, weiter setze. Wir haben hier so einen Pflanzendealer in der Umgebung, wo man Setzlinge wirklich für Centbeträge kaufen kann. Also wir haben für die, ich weiß jetzt nicht, 80 bis 100 Pflanzen, die wir jetzt hier haben, eingesetzt haben, 10 Euro bezahlt. So, und wenn ich halt jetzt alle 2 Wochen für 10 Euro weiter und das Ganze dann hier so Stück für Stück, müsste das eigentlich auch dann relativ bald mal alles auch was hergeben. Da ist der Kai. Ja. Ja, und das hier ist halt eben richtig guter Bodenbewuchs, der, wenn man ihn nicht mäht, halt eben auch den Boden kühl, schattiert, feucht hält. Und das ist genau das, was ich jetzt hier über das nächste Jahr ausprobieren möchte. Bis jetzt sieht das alles sehr erfolgreich und gut aus. Ich meine, klar, natürlich, jetzt ist ja auch die Regenzeit hier. Hier gehe ich nachher nochmal mit dem Meer durch und mache die Wege nochmal nach. Oh, und da ist der Orangenbaum. Nee, das sind gar keine, ich bin ja voll doof. Das sind die Mandarinen. Ja. Oh. Ja. Da gehe ich nachher auch noch mal dran. Hier haben wir Zitrönchen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, die fühlen sich jetzt aber auch ganz gut an. Da ich hatte ja dieses Problem mit den Pflanzen, dass die halt eben diesen Sommer zum Teil einfach kein Wasser bekommen haben, weil die Pumpe kaputt war. Also der Brunnen, der Brunnen war leer wegen der Dürre. Und jetzt ist halt mein Bestreben ist halt in 5 Jahren auch auf die Bewässerungsanlage gar nicht mehr angewiesen zu sein. Und natürlich wächst es hier während der Regenzeit haufenweise, aber es kommen halt jetzt neue Früchte auch an die Bäume, es sind auch noch alte dran und die werde ich alle jetzt auch abnehmen. Ne, das ist hier, das ist so ein, das geht, der geht von der Konsistenz her geht der fast. Aber ihr seht, hier sind Früchte dran, die es nie geschafft haben, überhaupt die Reife zu erlangen, weil halt eben durch die Dürre ein Wachstumsstopp da war. Hier kommen neue und die werden auch alle richtig schön werden. Die nicht, so auch nicht. Ja, aber das, was halt eben dran ist, das ernte ich auch alles runter. Das ist auch lustig, wenn was vom Baum fällt, aber nicht vom Baum fällt. Hier ist so ein Ast dann hängen bleibt. So. Bananen. Leider ohne Bananen, aber wunderschön. Ja, das Ding ist halt, wenn die dann halt diesen Wachstumsstopp haben, weil kein Wasser mehr da ist. Und dann irgendwann das Wasser wieder einschießt und das Wasser dann und das Wachstum weitergeht, dann platzen die auf, bevor die überhaupt reif werden. Und das liegt halt daran, dass die Schale dann halt auch eben einfach nicht weitergewachsen ist und dann verhärtet. Und wenn das Wachstum dann weitergeht, dann
keine Ahnung, hier habe ich gestern schon wieder alles freigefegt. Das ist jetzt wieder, das sind halt so Sachen, die jetzt gerade im Moment halt viel Arbeit machen. Das hier halt ständig auch der Pool, muss ich im Prinzip jeden Tag bei, weil jetzt der Gummibaum seine Blätter verliert. Aber es entstehen hier immer mehr von diesen Wegen, die man dann irgendwann alle barfuß begehen kann. Da ist die Fahrer. Hallo Fahrer. Willst du mal Hallo sagen, du Hübsche? Ja, die Katzis sind jetzt alle durchsterilisiert. Alle Male. Und haben ihren Katsch im Ohr. Woran man das erkennen kann, macht man hier auf Mallorca so. Halt vor allen Dingen für die Koloniekatzen, wo man teilweise 30, 40 Katzen auf einen Fleck hat oder noch mehr. Und dass die Katzenladies das dann sehen können, wenn da noch irgendeine ist, die nicht kastriert oder sterilisiert ist. Und da diese Diskussion letztens aufkam, dass ich meine Katzen habe sterilisieren lassen und warum und so. Und ja, wir sind hier auf einer Insel. Wir sind hier nicht auf dem Festland. Und wenn man die sich einfach ewig einfach weiter verbreiten lässt, dann tut man den Katzen auch keinen wirklichen Gefallen damit. Und sie werden dann auch wirklich zur Plage. Das will man doch eigentlich gerade mit Katzen nicht, ne? Also guckt man, dass man die Population so ein bisschen im Griff behält. Und ja, deswegen meine Katzen auch jetzt alle sterilisiert hier. Weil ich auch ehrlich, ne, ich wollte 2, 3 Kätzchen haben, habe dann 4 bekommen. Und wollte nicht irgendwann dann 40 hier haben. Zu viel des Guten. Ah, da ist die Kamera. Ja, so viel zum kleinen Update. Ich habe in der letzten Zeit nicht wirklich viele Videos gemacht und ich bin auch gerade so ein bisschen wieder aus dem Weg aus Facebook raus, weil ich da auch schon wieder einfach für meine Begriffe viel zu viel Zeit verbracht habe, mit viel zu viel Blödsinn im Kopf. Und ich habe einfach so viel mehr Bock hier was zu machen, live, als irgendwie vorm Bildschirm zu sitzen. Aber natürlich gebe ich zwischendurch immer wieder mal gerne ein Update und freue mich über Feedback. Und ja, wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und tschüss mit F. Lasst es euch gut gehen. Ich schiel hier die ganze Zeit auf diesen komischen Button, wo ich jetzt drauf drücken muss, damit das Video ausgeht.